يعني ما لا تكون عنده الرقية بالكتاب ولا بالسنة ولا بأسماء الله والصفات. نعم. Also, macht diese Ruqya, diese Heilmethode, nicht mit dem Buch Allahs oder die Sunna des Propheten oder mit den Namen und Eigenschaften Allahs. يتكلم بكلام غير مفهوم ولا مسموع ويتمتم هكذا. نعم. Und redet Sachen während der Ruqya, die man weder versteht, noch einen Sinn machen, noch man hört. Schwabbelt nur vor sich hin. يجعلك تعتقد أن بيده جلب المنافع دفع المضار. Und bringt dich dazu, dass du glaubst, dass derjenige ist, der Nutzen bringt oder Schaden abbringt. يقول جواب عندي. Sagt zu dir, deine Heilung ist bei mir. وأنا غير مسؤول عنك بعد ثلاث ساعات. Und ich bin nicht mehr verantwortlich für dich nach drei Stunden. قد يطلب مال وقد لا يطلب مال لأنه يريد أن يعبد الناس عند الشيطان. نعم. Es kann sein, dass dafür Geld verlangt und es kann auch sein, dass dafür kein Geld verlangt, weil seine höchste Absicht ist, dass die Menschen zu Dienern des Schaitans macht. قد يطلب منك أشياء تعجز عنها. Es kann sein, dass von dir Sachen verlangt, die du nicht machen kannst. يقول ترى مرضك خطير جدا. Sagt zum Beispiel zu dir, schau mal, deine Krankheit ist sehr, sehr gefährlich. وتحتاج لحل هذا المرض أو السحر إلى. نعم. Und du brauchst für die Heilung Folgendes. صار أعمى. Du brauchst blinde Ratten. أو قرد يتيم. Oder ein Affe, der weisen ist. فهذا المسكين يقول من أين؟ أنا لا أستطيع أن آتي بفار صحيح، كيف فار أعمى أو كيف آتي بقرد يتيم؟ نعم. Und dann sagst du, ich kann weder eine Ratte finden, wie soll ich dann noch eine blinde Ratte finden? Und ich kann auch keinen Affen finden, wie soll ich einen weisen Affen finden? قال عندي من يأتي بهذا من أدغال أفريقيا لكن بخمسة آلاف أورو. Danach sagte zu dir, ich kenne aber eine Person, die bringt mir einen Affen aus Afrika, aber es kostet 5000 Euro. العقد مع النفس من علامات الساحر يعقد العقد وينفث فيها ومن شر النفاثات في العقد. نعم. Oder macht einen Knoten und bläst darauf. Und das ist wie im Koran erwähnt, vor dem Übel der Knoten anbläst. ينظر في النجوم. Oder schaut in die Sterne und sagt dir dann das. ينظر في هذه الخطوط التي في اليد والتي تكون في الفنجان بعد شرب القهوة. Oder sagt dir, gib mir deine Hand und schaut in deine Falten, die sieht und sagt, versuch dir dann deine Vorherbestimmung zu sagen. Oder du trinkst Kaffee und nachdem ihr beide getrunken habt, schaut in dein Glas und sagt, dein Schicksal ist so und so. يسأل عن اسم الأم. Fragt nach dem Namen deiner Mutter. أحيانا قلنا قد يطلب منك مال ولا وأحيانا لا ونعم. Oder wir haben gesagt, kann auch Geld verlangen oder auch nicht. يكذب يقول لك أشياء تقع عند كل الناس. نعم. Lügt, aber sagt dir Sachen, die jedem Menschen passieren. يعني مثال يقول لي هذا. نعم أعلم. تخاصمت مع زوجتك في يوم العيد. في احد متزوج لا يتخاصم مع زوجته في يوم العيد؟ ما يمكن هذا، لابد يكون خصومه يوم العيد، نعم. هذا امر يقع عادي يعني. Sagt zum Beispiel zu dir, du hast bestimmt einen Streit gehabt mit deiner Frau am Tag des Eid. Und wer hat schon keinen Streit am Tag des Eid? يقول تسمع خبر بعد ايام سار وخبر غير سار وتسافر ويموت لك قريب ويتزوج لك قريب، هذا يحصل عند كل الناس اصلا، نعم. Und sagt zum Beispiel, du hörst Nachrichten und die passieren dann nach ein paar Tagen. Oder du gehst auf die Reise und während du auf der Reise bist, stirbt jemand. Und das sind alles Sachen, liebe Geschwister, die passieren auch so. يأمر بأشياء محرمة. Er befiehlt dir, verbotene Sachen zu machen, die haram. ترك الصلاة. Zum Beispiel das Gebet zu unterlassen. ترك التسمية عند الطعام والشراب. التسمية البسملة نعم. Er verbietet dir, Bismillah zu sagen, wenn du isst oder trinkst. نعم هذه من علامات الساحر نعم und das alles liebe Geschwister waren die Anzeichen eines Zauberers. بعد هذا من هو الساحر من هو الكاهن من هو العراف من هو كل من يدعي علم الغيب نعم und danach wer ist der Zauberer wer ist das der sich als Zauberer auszeichnet derjenige der behauptet dass das Verborgene kennt. أو يدعي أن يعلم ما في الضمير.
Oder er behauptet, das zu kennen, was in den Brüsten der Menschen ist. أو يعرف مكان الأشياء المفقودة. Oder er behauptet, er weiß, wo die verlorenen Sachen sind. هذا يسمى عراف. Das sind diejenigen, die Zauberer oder Deuter genannt werden. نعم. المهم عراف، كاهن، ساحر، رمام، مال، لا إشكال عندنا. المهم هو يعني رأس من رؤوس الكفر نسأل الله السلام. نعم. Und egal wie diese Zauberer genannt werden oder sich nennen, wichtig ist, dass wir wissen, dass das einer der Köpfe des Unglaubens ist, einer der Häupter des Unglaubens ist. وقع السحر. ماذا تصنع؟ Und danach ist die Zauberei passiert. Angenommen, es ist die Zauberei passiert. Was machst du? حل السحر، علاج السحر، فك السحر يكون من طريقين. Und man kann, liebe Geschwister, die Zauberei auflösen bzw. diese Funktion wegnehmen auf zwei Art und Weise. طريق مشروع وطريق ممنوع. Es gibt eine erlaubte Art und Weise und eine verbotene Art und Weise. المشروع بالرقى الشرعية بشروطها الثلاثة. Die erlaubte Art und Weise, die Zauberei zu lösen, ist mit der Heilmethode der Rukia, die verlangt ist, mit ihren drei Bedingungen. بالأدوية المباحة كشرب العسل أو الحجامة. Und mit den erlaubten Heilmitteln, wie zum Beispiel, dass man Honig nimmt oder Arzneimittel. بالدعاء. Oder mit Serbitgebet. وعندنا حل وعلاج للسحر ممنوع لا يمكن أن يكون. Und es gibt auch Lösungen und Lösungen der Funktion des Zaubers, die nicht erlaubt sind. وهو حل السحر بالسحر. Und zwar, dass man versucht, den Zauber zu lösen mit einem anderen Zauber. لو وجدنا من يقول بأن حل السحر بالسحر أمر جائز. ماذا نصنع؟ Was machen wir, wenn wir jemanden finden, der sagt, man darf die Zauberei mit Zauberei lösen? نرد عليه بأن هذا مخالف للكتاب. Wir entgegnen ihm und sagen, das steht im Gegenteil zum Buch Allahs. والسنة. Und der Sunna des Propheten. وأقوال الصحابة والسلف الصالح والأئمة. Und der Aussagen der Gefährten und der rechtschaffenen Vorfahren. وفي تقوية للسحر. Und das darin besteht auch eine Hilfe und Bestätigung der Zauberei. وتضعيف للتداب القرآن. Und dass man dann die Art und Weise schwächt mit dem Koran zu heilen. العلاج بالقرآن يقين. والعلاج بالسحر ظن. كيف تترك اليقين وتذهب إلى الظن؟ نعم. Wenn man versucht, die Zauberei mit dem Koran zu lösen, dann wird das mit Gewissheit gelöst. Wenn man es versucht, mit Zauberei zu lösen, dann besteht Zweifel darin, es zu lösen. Was nehmen wir jetzt? Die Gewissheit oder den Zweifel? ثم هذا الساحر الثاني ما يمكن يقدم لك شيء حتى تتقرب إليه وتشرك بالله نسأل الله السلام. Und als nächstes muss man wissen, dass dieser Zauberer so lange nichts für dich machen wird, bis du ungläubig wirst, bis du eine Tat machst, die dich aus der Religion schmeißt. ثم هو ماذا يصنع لك؟ يصنع لك سحر جديد. فبدل أن كان لديه سحر واحد، صار لديه أكثر من سحر. Und was macht dann für dich? Er macht dir eine weitere Zauberei. Du willst die Zauberei lösen. Du hast eine Zauberei getroffen. Du willst sie von dir lösen. Er macht dir eine neue Zauberei, also ein neues Problem auf. نعم. ثم هذا الآن لو صبر له الجنة وإلا لو لجأ للسحر هذا كفر نسأل الله السلام. نعم. Wenn eine Person Zauberei trifft, die unschuldig ist, die das nicht wollte, und er hat Geduld und hält das mit Geduld aus, dann gibt es für ihn das Paradies. Aber wenn er mit dieser Zauberei zu Zauberern geht und die mit Zauber lösen lassen wird, für den gibt es das Höllenfeuer. Also ist es nicht möglich, die Zauberei zu lösen, außer durch erlaubte Arzneimittel oder Heilmittel oder mit der Ruqya, mit der Heilmethode, die erlaubt ist, nicht mit der Zauberei. نعم. بعد هذا ذكر المؤلف باب ما جاء في التطير يعني حكم التطير. التطير هو التشاؤم يتشاؤم يعني لا يستبشر بخير يظن الشر والسوء نعم. Danach redet der Autor über diese Tatayur. Das bedeutet, dass man immer vom Schlechten ausgeht und pessimistisch ist. Und dass, wenn man etwas hört oder etwas Bestimmtes sieht oder eine bestimmte Zahl sieht oder hört, zum Beispiel, dass man dann sofort vom Schlechten ausgeht und sein Leben danach richtet.
يتشائم باشياء يراها. Er macht zum Beispiel diese schlechten Vorausdeutungen mit Sachen, die er sieht. أو يسمع أشياء. Oder Sachen, die er hört. أو يتشائم ببعض الأمكنة. Oder mit gewissen Orten. أو بعض الأزمنة، بعض السبت والساعة كذا مثلا. Und durch gewisse Zeiten lässt er sich auch schlechte Vorausdeutungen geben, wie zum Beispiel mit dem Tag des Samstags oder mit der folgenden Stunde. أو ببعض الأرقام، يقول ما يمكن آخذ رقم كذا. Oder mit manchen Zahlen. Er sagt, die Zahl würde ich niemals nehmen. أو ببعض الألبسة. Oder mit den Klamotten, mit einigen Klamotten. المسلم دائما متفائل. يعني يتوقع الخير من الله سبحانه وتعالى. نعم. Der Muslim aber ist derjenige, der immer das Gute von Allah erwartet. Das heißt, er erwartet immer, dass im nächsten Augenblick etwas passiert, was gut ist, weil Allah es so bestimmt hat. والمشرك والمنافق يتطير دائما، يعني يتشائم. Und der Götzendiener und der Heuchler sind immer Leute, die immer pessimistisch sind und die immer Schlechtes denken. التفاؤل مستحب. والتطير شرك أصغر وقد يصل الأكبر. Und dass man Gutes erwartet von Allah und dass im nächsten Moment Gutes passiert, wenn man sowas erwartet, dann ist das مستحب, also Sunna, das ist Belohnung. Aber wenn man Schlechtes erwartet und immer von schlechten Sachen ausgeht und Andeutung macht, das ist kleiner Schirk. التفاؤل حسن ظن بالله سبحانه وتعالى والتطير والتشاؤم سوء ظن بالله سبحانه وتعالى. Dass man Gutes denkt und Gutes erwartet, das ist gutes Denken über Allah. Aber die andere Seite, die schlechten Vorausdeutungen machen, das ist schlecht Denken über Allah. التفاؤل يعطي النفس انشراح وطمأنينة. والتطير والتشاؤم انقباض. نعم. Wenn man diese guten Vorausdeutungen macht und gutes erwartet von Allah, das gibt der Seele eine Ruhe und das, da öffnet sich die Brust. Aber wenn man Schlechtes denkt und Schlechtes erwartet, das macht immer die Brust enger und enger. التفاؤل حسن ظن بالله سبحانه وتعالى والتطير والتشاؤم سوء ظن بالله سبحانه وتعالى. Also ist das gute Denken und gutes Erwarten gutes Denken über Allah und das schlechte Erwarten ist schlechtes Denken über Allah. التفاؤل لا يجعلك تمضي ولا ترجع. أما التطير يجعلك تمضي بهذا الأمر أو ترجع. Und das gute Denken bringt dich nicht dazu, unwillig etwas zu machen oder nicht zu machen. Aber das schlechte Denken und die schlechten Vorausdeutungen bringen dich dazu, etwas zu machen oder etwas zu unterlassen. يعني هو متردد الآن يسافر أو لا يسافر ماذا يصنع؟ يفتح المصحف أو يأخذ الورد واحدة واحدة أو يسافر أو لا يسافر أو ينظر في الحيوانات أو في الأصوات. هذا يجعله يمضي أو يرجع. هذا تطير وتشاؤم. نعم. Wenn er zum Beispiel eine Reise macht, dann kommt er und das gibt es leider heute, dass die Leute den Koran zum Beispiel aufmachen und wenn dann die erste Ayah, die sie sehen, der erste Vers, den sie sehen, ein guter, also ein Vers ist, der über Barmherzigkeit spricht, dann geht er auf die Reise. Wenn es ein Vers ist, der über Strafe spricht, dann macht er nicht die Reise. Oder er nimmt eine Blume und nimmt Blüte für Blüte weg und soll ich reisen, soll ich nicht reisen, soll ich reisen, soll ich nicht reisen und richtet dann sein Leben danach. Und das ist falsch. نعم. أما الفأل لا يجعل يمضي ولا يرجع لكن دائما تجده منشرح الصدر. نعم. Aber das gute Denken und das gute Erwarten, das bringt ihn weder dazu zu gehen oder zu bleiben. Aber er ist immer in Ruhe. يضحك بعض الناس فأتيه آخر يقول الله كفينا شر الضحك كأنه يعتقد أنه يعلم الغيب وأنه بعد الضحك تأتي المصيبة. ضحك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل أحد هذا الكلام الله يكفينا شر الضحك. نعم. Und es passiert manchmal, dass zum Beispiel eine Person lacht, dann kommt ein anderer und sagt, möge Allah uns vor dem Übel des Lachens bewahren. Er tut so, als wenn er weiß, dass im nächsten Augenblick etwas Schlechtes passiert. Und das ist nicht richtig. Der Prophet صلى الله عليه وسلم hat gelacht und im nächsten Moment ist nichts Schlechtes passiert und keiner hat ihm gesagt, möge Allah uns vor dem Schlechten des Lachens bewahren. يقابل بعض الناس ومجرد ما يقابل بعض يقول أعوذ بالله. اصطبحنا بفلان. كان يعتقد انه اذا اصطبح بفلان يكون شر. قول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم هنا هو التطير. نعم. Und manchmal erwacht morgens auf, geht raus und sieht eine bestimmte Person. Und dann sagt er, boah, ich suche Zuflucht bei Allah. Ich habe den Tag angefangen mit dieser Person. Das heißt, an diesem Tag wird bestimmt etwas Schlechtes passieren. Und das ist falsch. Dass man eine Person sieht und sagt, ich suche Zuflucht bei Allah vor dem verfluchten Shaitan, das ist der Tayyur, das ist dieses schlechte Vorausdeutung.